Ärger mit dem Naturgeist. John G. Birdman aus Monmouthshire sandte folgenden Bericht, der eher makaber klingt, vergleicht man ihn mit anderen Berichten in diesem Buch. Doch da es sich um ein echtes Erlebnis handelte, das ich im Alter von 12 oder 14 Jahren widerfuhr, möchte ich es dennoch wiedergeben. Er schrieb: Ich war der langen Augustferien überdrüssig geworden und beschloss, eine Tageswanderung zu unternehmen. Ich hatte ein wenig Proviant in meiner Tasche gepackt und wanderte ohne besonderes Ziel die Straße entlang, die gen Norden führte. Später fand ich heraus, dass ich bis Stowley gekommen war. Die ländliche Gegend ging in eine Moorlandschaft über und Häuser und Menschen wurden immer weniger. Als ich an einer heruntergekommenen Ziegelei vorüberkam, fühlte ich mich irgendwie veranlasst, über die Schulter zu blicken. Da sah ich in hellem Tageslicht in nicht allzu weiter Entfernung einen etwa 30 cm großen, in Rot gekleideten Mann auf dem Weg hinter mir herrennen und anscheinend drohend mit den Armen fuchteln. Was mir heute nach 23 Jahren noch so deutlich vor Augen steht, ist, dass er wie ein Wahnsinniger aussah mit seinem glänzenden, tiefroten Gesicht. Da ich ein ängstliches Kind war, begann ich zu laufen. Nach einer Weile schaute ich mich noch einmal um, aber es war nichts mehr zu sehen. Da erreichte ich das nächste Haus und bat mich hineinlassen zu wollen. Als man mich nach dem Grund fragte, erzählte ich ihnen meine Geschichte. Aber sie schauten mich aus einer Mischung Verwunderung und Mitleid und Unverständnis an, was heute noch der Fall ist, wenn ich davon erzähle. Ich fragte, ob man von Zwergen in dieser Gegend wusste, doch man schüttelte nur den Kopf. Ich glaube, sie waren froh, als ich wieder ging. Ein solch extremer Ärger mit einem Naturgeist ist eigentlich ungewöhnlich. Vielleicht hat er der Junge unbewusst auf ein winziges Wesen oder Pflanze getreten, worum sich der Zwerg ganz besonders sorgfältig und liebevoll gekümmert hatte. Für ihn musste dann der durch menschliche Unachtsamkeit verursachte Verlust eine außergewöhnlich große Tragödie gewesen sein. Thank you.